Als nächster Herr Abgeordneter, der Harald Janach, bitte. Geschätzte Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, der heutige Tag ist kein Ruhmesblatt in der parlamentarischen Geschichte. Das muss man ganz offen anerkennen. Nur die zwei Beispiele und die hauptsächlichen Diskussionspunkte des Pensionshunderters und des Rabatts für die Sozialversicherung der Bauern, das sind eigentlich ein abschreckendes Beispiel, wie Politik in Österreich gemacht wird. Hier gibt es die SPÖ, die diesen Pensionshunderter fordert, im Blick auf die Wahlen. Und hier gibt es die ÖVP, die gemeinsam in der Regierung sitzt, die für die Bauern, für ihre Klientel diesen Rabatt bei der Sozialversicherung ebenfalls fordert. Herausgekommen ist eine schlechte Lösung. Dieser Pensionshunderter, zu dem möchte ich als erstes kommen, das ist eine Geldverteilungsaktion nach dem Gießkannenprinzip, die niemandem hilft. Diese Geldverteilungsaktion des Pensionshunderters hat keine Nachhaltigkeit. Und da sagen nicht die Freiheitlichen, da sagt die Gabi Schaunig, Finanzlandesreferentin in Kärnten, und der Landeshauptmann Peter Kaiser: Einmalzahlungen sind in ihrer Wirkung gar nicht nachhaltig. Und er sagt das nicht in Bezug auf die heutige Debatte, er sagt das in Bezug auf den Teuerungsausgleich, den der Jörg Haider, wie immer man zu ihm stehen mag, eingeführt hat. Der Teuerungsausgleich war eine höchst umstrittene Maßnahme in Kärnten, da Jörg Haider 100 Euro verteilt hat. Das Gleiche, was jetzt die SPÖ gemacht hat oder mit der ÖVP gemeinsam beschlossen. Der einzige Unterschied, und da kann man zum Jörg Haider stehen, wie man will, der Jörg Haider hat wenigstens ein soziales Gespür gehabt. Und der Jörg Haider hat es nur denen gegeben, die Mindestpensionisten waren, denen die Ausgleichszulagenbezieher waren, denen, die ein geringes Einkommen gehabt haben. Jetzt muss mir mal wirklich jemand erklären, und da kann man hier heraus und rhetorisch brillieren und alles gutheißen und verteidigen. Es bleibt das, was es ist. Eine Höchstungerechtigkeit, 100 Euro Pension einem Nationalbankpensionisten zu geben. Jemanden zu geben, der über 10.000 Euro Pension bekommt, das ist ja entwürdigend für den, der die Pension auch hat. Das muss man ganz offen sagen. Das ist nicht sozial gerecht und das halten wir für absolut nicht richtig. Im gleichen Punkt läuft es mit dem Gegengeschäft mit der ÖVP im Sozialversicherungsrabatt. Unabhängig davon, dass der Landwirtschaftsminister Ruprechter und auch die ÖVP-Vertreter groß angekündigt haben, es wird für alle der volle Rabatt, also ein Quartal der Sozialversicherungsbeiträge wird nachgelassen, einmal das Versprechen gebrochen wurde. Groß angekündigt vor einem halben Jahr, einfach gebrochen. Jetzt hat es einen Vorschlag, den der Minister Ruprechter mit ausverhandelt hat, der die Kleinen begünstigt hätte. Der wäre unserer Ansicht nach allerdings auch ungerecht gewesen. Das muss ich ganz offen sagen, das wäre nicht gerecht gewesen. Aber es ist auch nicht gerecht, und das sage ich hier auch. Und das ist das Schlechte an dieser Bundesregierung, dass immer abgetauscht und gegengehandelt wird. Es ist auch nicht gerecht, denen, die Hunderttausende Euro an Förderungen erhalten, aus den Steuergeldern der Österreicher, von der Europäischen Union und von Ländern, dass diese Leute auch den Sozialversicherungsrabatt erhalten. Das halten wir auch für nicht gerecht, und das ist keine sozialpolitische Maßnahme. Im Übrigen, und das ist heute schon vielfach kritisiert worden, löst der Sozialversicherungsrabatt, den die Bauern hier in dem Ausmaß von 53% erhalten, die Probleme der Agrarpolitik nicht. Es ist eine Beruhigungspille, und es ist sehr verwunderlich, wenn der Präsident, und das immerhin für die, die es nicht wissen, der Präsident Schulte, der oberste Vertreter der österreichischen Landwirtschaftskammer, herausgeht und sagt, die Bauern haben es so schwer, die müssen so viel Sozialversicherung zahlen, und hier herinnen im Parlament sitzt und diese Erhöhungen beschließt. Hier wird das beschlossen. Beschlossen hat die ÖVP, der Bauernbund, die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, die Streichung des Agrardiesels. Alle diese Maßnahmen hat die ÖVP beschlossen, gemeinsam mit der SPÖ, und dann geht der Präsident und Nationalrat Hermann Schulte heraus und jammert: So arm die Bauern, so schlechte Einkommen, kann man nichts machen, und beschließt diese Belastungen. Es ist eine Schande. Man kann gar nicht so viel essen, wie man sich hier übergeben müsste, wenn man dir zuhört, lieber Herr Präsident. Also diese beiden Maßnahmen sind es eigentlich, die den Österreicherinnen und Österreichern klar vor Augen führen, wie Politik in Österreich funktioniert. Auf der einen Seite wird etwas gegeben, der Pensionshunderter, ich habe schon gesagt, Herr Minister, es ist nicht sozial gerecht. Da kann man reden, wie man will,
Und es ist auch nicht gerecht, denen, die 100.000 Euro an Agrargeldern und Förderungen bekommen, die Sozialversicherung in diesem Ausmaß zu erlassen. Dankeschön. Harald Janach von der FPÖ sieht einen schlechten Deal zwischen SPÖ und ÖVP auf Kosten der Steuerzahler. Die SPÖ bekommt den Pensionshunderter, die ÖVP den Sozialversicherungsrabatt der Bauern.